Heute vergleiche ich die Attraktionen in Disneyland Paris versus Walt Disney World. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ich weiß, ihr habt euch diese Videos schon lange gewünscht oder diese Art von Videos, und zwar die Vergleiche zu Disneyland Paris versus Walt Disney World. Und da habe ich noch einige auf der Liste. Irgendwie bin ich da nicht dazu gekommen, irgendwie ist man immer unterwegs und dann kommen andere Videos und dann hat man genug Content. Heute ist es endlich soweit, heute dachte ich jetzt, heute ist der Sonntag, heute lade ich dieses Video hoch und vergleiche die klassischen Attraktionen, die es in Disneyland Paris gibt und im Magic Kingdom in Walt Disney World. Die Parks ähneln sich ja schon sehr von den Themenländern und auch von den Attraktionen. Es gibt sehr, sehr viele Attraktionen, die fast identisch sind oder sehr, sehr gleich. Vielleicht haben sie einen anderen Namen oder sind ein bisschen anders aufgebaut. Und ja, ich vergleiche sie heute und gebe euch meine Meinung. Also ich weiß, da kommt wieder irgendwie, oh nee, das kannst du doch nicht so sagen, das ist doch viel besser in dem anderen Park. Und deswegen, also wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich würde mich natürlich auch wieder freuen über eure Meinung. Also schreibt mir dann gerne unten in die Kommentare. Vielleicht liege ich aber auch bei ein oder anderen Attraktionen komplett falsch. Habe sie von einem ganz anderen Licht gesehen, aus einem ganz anderen Winkel. Und ihr sagt, und ihr könnt mich so überzeugen, wo ihr sagt, nee Simone, da hast du Unrecht. Da, die Attraktion ist dort viel besser. Ich werde euch auch immer ein bisschen On-Rides zeigen. Ich habe von beiden Parks On-Rides. Das heißt, ihr könnt euch auch ein gutes Bild machen, falls ihr eine der Attraktionen noch nicht besucht habt. Und könnt mit mir zusammen sozusagen besser vergleichen. Ich weiß gar nicht, wie viele Attraktionen es gibt, die ich auf meiner Liste habe. Ich zähle mal. Ich habe nämlich mir ein paar Notizen gemacht, damit ich hier nicht ganz blind reingehe. Also es gibt 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 Attraktionen, die sowohl im Magic Kingdom als auch in Disneyland Paris stehen. Und das Video wird eh, glaube ich, schon sehr, sehr lang. Also ich würde sagen, wir starten mit Attraktion Nummer 1. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Bei mir auf dem Kanal gibt es sehr, sehr viele Videos zu meinen Reisen, Disneyland, Disneyland Paris, Tipps und Tricks. Also denkt dran, unten den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr auch kein Video. Ja, wir fangen an mit der ersten Attraktion und das ist der Big Thunder Mountain. Der Big Thunder Mountain, eine sehr, sehr beliebte Attraktion, muss ich sagen, in beiden Parks. Und zu der Attraktion habe ich tatsächlich die meisten Informationen gefunden, zur Geschwindigkeit und zur Fahrzeit und so weiter. Es gibt Attraktionen, wo ich ein bisschen mehr Infos gefunden habe und zu den anderen leider ein bisschen weniger. Aber ich denke, zum Big Thunder Mountain sind die Infos schon sehr interessant. Wir fangen an mit der Länge, und zwar der in Paris ist tatsächlich der längste Big Thunder Mountain weltweit in allen Disney Parks. Er steht ja auch nicht nur in Walt Disney World, sondern auch in Anaheim und anderen Disney Parks. Und der in Paris ist der längste mit 1500 Metern. Der in Walt Disney World hat nur 847 Meter. Die Fahrzeit ist aber fast identisch, also 3 Minuten 56 fährt man in Disneyland Paris und in Walt Disney World fährt man 3 Minuten 30. Dementsprechend ist er natürlich in Paris ein bisschen schneller und rasanter unterwegs, und zwar mit 65 Kilometern die Stunde und in Walt Disney World nur mit 58 Kilometern pro Stunde. Das heißt, der in Paris ist nicht nur der längste, sondern auch der schnellste und ich muss sagen, auch der spektakulärste. Gut, das kann ich ja nicht sagen, ob weltweit, aber da kommen wir schon zu meiner Meinung, und zwar, ich finde ihn in Disneyland Paris viel, viel besser. Er ist schneller, er ist rasanter, die Story passt viel besser in das ganze Frontierland mit dem Phantom Manor, wo wir auch noch später zu kommen. Also es passt einfach, es ist stimmig, es sieht wunderschön aus, wenn man das Frontierland betritt. Und was auch einzigartig ist für Paris, ist, dass die eigentliche Fahrt sich auf der Insel befindet, aber der Einstieg auf dem Festland ist. Das heißt, wenn ihr in den Zug einsteigt, fahrt ihr durch eine Brücke, unter einer Brücke durch, und dann seid ihr auf dieser Insel, die ihr sehen könnt. Das ist tatsächlich auch einzigartig für Paris. Und für Walt Disney World ist die Streckenführung tatsächlich fast identisch zu Disneyland Anaheim, nur dass es flächenmäßig etwas größer ist, weil natürlich Walt Disney World viel mehr Platz hat. So viel zu den Details, und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die On-Rides von Paris und Walt Disney World. Ich schreibe es auch unten immer rein, was ihr gerade seht.
Und was sagt ihr? Welcher Ride gefällt euch besser? Also wie gesagt, für mich ist es klar Disneyland Paris. Es ist irgendwie schöner gelegen. Man hat eine schönere Aussicht auch auf das Phantom Manor und auf das ganze Frontierland. Und ja, rasanter, spektakulärer ist auf jeden Fall mehr Action geboten im Disneyland Paris als in Walt Disney World. Kommen wir zur nächsten Attraktion und das ist Dumbo, The Flying Elephant. Es gibt beide Attraktionen, die stehen beide im Fantasyland, aber in Walt Disney World steht es in einem Teil von Fantasyland und zwar im Storybook Circus. Das ist ein Zirkusbereich, da gibt es auch noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel die Goofy-Achterbahn für Kinder. Und alles ist halt in diesen Zirkus-Vibes aufgebaut. Da gibt es auch ein Zirkus-Zelt, verschiedene Shops und man kann dort die Charaktere auch in so Zirkuskostümen, glaube ich, treffen. Genau, also da befindet sich die Attraktion Walt Disney World und bei uns in Disneyland Paris befindet sie sich natürlich mitten im Fantasyland. Das heißt, wenn man das Fantasyland betritt, ist es tatsächlich auch ein Eye-Catcher. Man sieht von Weitem schon die fliegenden Elefanten im Kreis.
Und ich weiß nicht, ob man es schon raushören kann, aber ich bin auch ein Fan von der Attraktion in Disneyland Paris. Das kann ich euch schon mal verraten, so ein kleiner Spoiler. Ich finde fast jede Attraktion von den klassischen Attraktionen leider viel, viel besser im Disneyland Paris. Liegt vielleicht auch daran, dass es später, also die alle, fast alle Attraktionen wurden zur Eröffnung jeweils in Walt Disney World, aber auch in Disneyland Paris eröffnet. Das heißt, 1971 versus 1992, da liegt natürlich fast 20 Jahre dazwischen. Und da hatte Disneyland Paris natürlich die Möglichkeit, verbesserte Sachen einzubauen und so weiter. Das heißt, kann natürlich daran liegen, dass ich persönlich die meisten Attraktionen im Disneyland Paris viel, viel schöner finde. Aber jetzt zum Beispiel zu Dumbo. Ich finde, es passt super im Disneyland Paris ins Fantasyland rein. Vor allem nachts ist es super schön beleuchtet. Und während der Fahrt hat man einen wirklich tollen Blick aufs Fantasyland, auf das Schloss, wenn man da rumfährt. Und es ist aber wirklich traumhaft schön. Also nicht nur für Kinder. Klar, natürlich ist es eine Kinderattraktion. Und Kinder fliegen in einem Elefanten ist natürlich toll. Aber auch für Erwachsene einfach mal die Aussicht genießen. Wirklich wahnsinnig schön. Dumbo im Walt Disney World, habe ich ja schon gesagt, steht in diesem Zirkusthema. Und wenn man damit fährt, muss ich sagen, sieht man, ist die Aussicht nicht so schön. Das werdet ihr gleich im On-Ride sehen. Ich finde die Aussicht einfach nicht schön. Passt viel besser, oder ich finde, also genau, es geht halt hauptsächlich um die Aussicht. Ansonsten ist die Attraktion identisch, nur dass in Walt Disney World zwei Dumbo-Rides stehen. Also die stehen direkt nebeneinander. Das heißt, es gibt zwei exakt gleiche Dumbo-Rides in Walt Disney World und in Paris steht ja nur einer in Fantasyland. Genau, aber jetzt zu den On-Rides. Der dicke Sprühe. Das passt der Duden. Kann ich mir noch kaputt lachen, dass ich mit Bell über das Parfum gesprochen habe? Und kann das Wort endet? Oh, Horror! Veuillez rester assis jusqu'à la réponse. Veuillez descendre et vous diriger vers la sortie la plus proche. Please remain seated until Dumbo has come to a complete stop. Step out and proceed. Und stimmt ihr mir mit der Aussicht zu? Wie gesagt, ich kann, also die Attraktionen sind identisch, selber Ride, selbe Fahrweise, nur es geht mir hier um die Aussicht. Attraktion Nummer 3 ist ein bisschen komplexer, was die Story angeht und die haben auch unterschiedliche Namen. Und zwar geht es einmal um das Phantom Manor und ums Haunted Mansion. Wie wir alle wissen, in Disneyland Paris steht das Phantom Manor, wurde auch 1992 eröffnet, steht im Frontierland. Und hat wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Bevor wir zu der Geschichte kommen, noch kurz zum Haunted Mansion. Das wurde 1971 eröffnet und steht auf dem Liberty Square. Das heißt, diesmal auch in einem ganz anderen Themenbereich als in... Also die anderen Themenbereiche sind fast identisch in den beiden Parks. Haunted Mansion steht in einem anderen Themenbereich. Im Liberty Square, was es zum Beispiel gar nicht in Disneyland Paris gibt. Und es ist so, dass Phantom Manor, habe ich ja eben eingangs schon erwähnt, bei Big Thunder Mountain, diese ganze Geschichte rund um das Frontierland, das passt so gut zusammen im Disneyland Paris. Es passt von vorne bis hinten. Es wird eine Geschichte erzählt mit dem Phantom Manor, mit dem Phantom Manor. Was habe ich vorher gesagt? Mit dem Big Thunder Mountain und dem Phantom Manor. So meine ich das. Und dem ganzen Thunder Mesa.
Und die Geschichte beim Phantom Manor ist ja, das geht ja um die Familie Ravenswood, die da ja gewohnt hat. Also Henry Ravenswood mit seiner Frau und seiner Tochter Melanie Ravenswood. Und er war sehr wohlhabend, der Vater. Ihm hat ja auch die Mine gehört, der Big Thunder Mountain. Und seine Tochter wollte heiraten. Und ihre Ehemänner sind dann auch immer auf unglückliche Weise immer verunglückt. Aber dann hatte sie einen und wollte ihn heiraten. Aber am Hochzeitstag selbst ist er auch nicht aufgetaucht. Ja, der Vater ist dran schuld, kann schon mal spoilern. Dann gab es ein Erdbeben, Vater und Mutter sind gestorben und Melanie hatte immer noch keinen Ehemann und deswegen geht es um diese unglückliche Braut, die seht ihr ganz, ganz oft im Phantom Manor, wenn ihr da durchfahrt und das Phantom wacht immer noch über sie, also ihr Vater ist das Phantom und steht immer hinter ihr oder neben ihr und passt auf, dass sie keinen Ehemann findet. genau, das ist so die Geschichte, kurz erklärt. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant, diese ganze Geschichte. Im Haunted Mansion gibt es jetzt nicht so eine von vorne bis hinten Geschichte, sondern es geht um viele verschiedene Geschichten im Haunted Mansion. Und es gibt verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel Madame Leota oder auch die Hitchhiking Ghosts. Also wie gesagt, Haunted Mansion ist nicht von vorne bis hinten eine erzählte Geschichte, sondern es gibt viele verschiedene kleinere Geschichten, die sich im Haunted Mansion vereinen. Auch von außen, muss ich sagen, finde ich das Phantom Manor viel schöner, persönlich, als das Haunted Mansion. Es ist einfach von Weitem, sieht es viel spektakulärer aus. Und es gibt auf beiden einen Friedhof. Aber der Friedhof bei Haunted Mansion ist vor der Attraktion. Das heißt, in der Warteschlange habt ihr verschiedene interaktive Friedhofselemente und verschiedene Grabsteine, die ihr euch anschauen könnt. Und ich persönlich finde den Friedhof beim Phantom Manor nach der Attraktion, das Boot Hill, viel, viel schöner. Erstmal weitläufiger, man kann sich alles in Ruhe angucken, man ist in keiner Warteschlange mit anderen Menschen und da ist es meistens sehr, sehr leer und hat auch einen schönen Blick auf den Big Thunder Mountain zum Beispiel. Also, da seht ihr mich schon wieder. Ich bin doch ein größerer Fan vom Phantom Manor im Disneyland Paris. Einmal auch wegen der Geschichte, wegen der Optik von außen. Ansonsten ähneln sich die Attraktionen natürlich auch sehr. Es gibt einen Vorraum, wo die Geschichte so angerissen wird. Dann gibt es einen Stretching Room den Aufzug, den gibt es auch in beiden Attraktionen. Und dann geht man in diese Doom Buggies. Das heißt, also wie gesagt, in dem Aufbau der Attraktion ähneln sich beide. Die sind fast eigentlich identisch. Und jetzt seht ihr natürlich nicht keine kompletten On-Rides vom Phantom Manor und Haunted Mansion, sondern Ausschnitte von den Anfangsräumen, Stretching Room und auch von der Fahrt selbst. Wie gesagt, nur kleine Ausschnitte. Und macht euch selbst ein Bild. Now, curious souls, come, I have more to show you. Oh, dear, love, since we tried, he never moves. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Enfin, heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Even you? Notice this. This chamber has no windows and no doors. It offers you this. Please pay attention. On entend. Le bas, le bois. Present is wanted. At this ghostly ball. They do. Truly stretching? Or is it your imagination? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge to find a way out. Are frightfully sensitive to bright lights.
Our library is well stocked with priceless first editions. Only ghost stories, of course. And marble busts. From regions beyond. Wizards and witches, wherever you dwell, give us a hint by ringing a bell. Die nächste Attraktion, die identisch ist in beiden Parks, ist Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean, einmal eröffnet 1973 in Walt Disney World und in Paris, glaube ich, auch zur Parkeröffnung 1992. Und steht beides im Adventureland, beide Attraktionen. Und in Walt Disney World ist es dieselbe Geschichte wie auch in Disneyland Anaheim. Und in Paris ist die Geschichte ein bisschen anders, aber wie genau, kann ich jetzt auch nicht definieren. Das habe ich halt gegoogelt. Bei der Fahrt, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht eine andere Geschichte gesehen. Aber dafür bin ich wahrscheinlich zu wenig in Walt Disney World gefahren. Ich bin die, glaube ich, insgesamt zweimal gefahren. Einmal, wo ich im Januar da war und einmal im September. Und dauert ca. 8 Minuten 30 in Walt Disney World und ist 6 Minuten kürzer als in Anaheim. Also in Anaheim dauert die Attraktion fast 15 Minuten. Ist eine der längsten Attraktionen in Disneyland Anaheim. Aber da um Anaheim geht es ja jetzt gar nicht. Und ja, im Disneyland Paris gefällt es mir auch ein Ticken besser. Obwohl die sich auch sehr ähneln. Boot-Attraktion auf dem Wasser. Man fährt einen Aufzug, so einen Aufzug hoch und dann fährt man runter und dann ist man in der Piratenwelt. Es gibt verschiedene Szenerien in beiden Attraktionen mit Feuer, mit Piraten. Jack Sparrow ist auch in beiden Attraktionen zu finden. Das Ende gefällt mir auch ein bisschen besser bei in Paris mit Jack. Und ja, dazu habe ich gar nicht so viel zu sagen. Es ist einfach, es gefällt mir optisch ein bisschen besser in Paris, aber jetzt nicht mega krass wie jetzt zum Beispiel Haunted Mansion. Aber wie gesagt, jetzt gibt es auch noch On-Rides und macht euch wieder selbst ein Bild. Tais-toi, petit. Je l'ai bien eu, parole de pirate. Tu peux toujours chercher, capitaine Jack Sparrow. Tu connais cette chanson, perroquet? Chante avec nous si le cœur t'en dit. All the little love well, mummies and dads drink up me, heart is yo-ho. Yo-ho, yo-ho, the car is love for me. Well, Captain Jack Sparrow, speak up. Offer your fancy a swim with Davy Jones. Don't tell him, Carlos. Don't be cheeky. I am no chicken. I will not talk. Quite the lover aloft, lady. Swear me back to that spot. Gentlemen want the rum, don't you, boy? We want the rum!
Kommen wir zur nächsten Attraktion, wo ich den Unterschied schon wieder ein bisschen größer finde. Und ja, das ist It's a Small World. Auch in beiden Parks vertreten, selber Name, auch beide Attraktionen im Fantasyland. Aber im Disneyland Paris irgendwie viel schöner. Also ich würde sagen nicht spektakulärer, aber irgendwie ansehnlicher. Der Ride hat auch die Musik ist ja in beiden gleich, aber für Disneyland Paris wurde sie neu aufgenommen, die Musik. Und ist irgendwie nicht ganz so schlimm wie jetzt zum Beispiel in Walt Disney World. Und ich weiß, dass auch viele in Walt Disney World die Attraktion gar nicht mögen. Also Einheimische, die denken, oh nee, it's a small world, und schon wieder. Und in Paris gibt es so viele Liebhaber, das haben wir jetzt auch gesehen, wo die Attraktion so lang zu war, wie groß das Interesse an der Wiedereröffnung von It's a Small World ist. Und ich muss sagen, auch in Walt Disney World, manche Puppen, die sehen aus, als wären sie aus einem Horrorfilm rausgekommen. Also, oh Mann, ey, das war, als ich da saß in dem Bötchen, erstmal ging es ja sehr, sehr langsam. Es ist wirklich ein sehr, sehr langsamer Ride. Dauert fast, was habe ich mir aufgeschrieben? Ne, die Dauer habe ich mir, in Disneyland Paris dauert es fast 15 Minuten. Aber wie gesagt, man ist sehr, sehr langsam unterwegs. Auch die Fassade in Walt Disney World ist jetzt nicht so schön wie zum Beispiel in Disneyland Paris. In Disneyland Paris finde ich so schön mit dem Brunnen davor und der Glocke, die dann Tick-Tack macht. Das habe ich auch vermisst, dieses Tick-Tack. Fast 1,5 Jahre, wo es geschlossen war. Also erstmal die Fassade ist viel schöner in Paris. Die Puppen sind nicht ganz so schlimm. Mal gucken, wir warten jetzt mal auf die Wiedereröffnung. Vielleicht haben sie ja was an den Puppen gemacht und sie sehen jetzt gruseliger aus, aber das hoffen wir mal jetzt alle nicht. Und ja, die Musik ist nicht ganz so nervig in Paris und das ganze Bild stimmt irgendwie, finde ich, viel, viel schöner gemacht als in Walt Disney World.
Kommen wir zu einer Attraktion, die ich einen Ticken besser in Walt Disney World finde. Ja, die gibt es auch. Sind nicht viele, aber die finde ich noch einen Ticken besser in Walt Disney World. Und zwar ist es Peter Pan. Peter Pan in beiden Parks, ein Ride, der gefühlt nach 8 Sekunden vorbei ist. Nee, er dauert in beiden Parks fast 3 Minuten, aber man ist da so schnell durch. Man hat gar keine Chance, sich alles so schnell anzuschauen. Das finde ich generell negativ bei dieser Attraktion. Sie ist so beliebt und die Wartezeiten sind auch in beiden Parks immer sehr, sehr lang für Peter Pans Flight. Aber man ist da so schnell durch. Steht beides im Fantasyland, wurde beides zur Eröffnung der beiden Parks eröffnet. Und unterscheiden sich optisch ein bisschen und auch von der Szenerie ein bisschen. Also sind jetzt nicht 100% identisch in beiden Parks. Deswegen gefällt mir auch Walt Disney World ein bisschen besser, weil ich die Szenerien tatsächlich ein bisschen schöner finde. Wir fangen aber an mit der ersten Fahrt. Man fährt ja durch ein Zimmer mit Wendy und da gibt es wohl am Anfang so eine kleine Teeparty mit 2 bekannten Spielzeugen. Dann geht es ja nach London und da finde ich die London-Szene ein bisschen schöner in Paris. Wenn man so über London fliegt, ein bisschen mehr Details, ein bisschen schöner aufgemacht. Und dann geht es weiter durch Neverland und da finde ich tatsächlich in Walt Disney World schöner. Die Mermaid Lagoon gibt es dort und auch eine Szene von den Lost Boys und auch das Schiff von Captain Hook. Diese ganze Aufmachung, das werdet ihr gleich im On-Ride sehen, finde ich einfach viel, viel schöner gemacht als im Disneyland Paris. Das ist so meine Meinung, aber da spalten sich, glaube ich, die Meinungen auch extrem, ob jetzt Disneyland Paris oder Walt Disney World schöner ist. Aber sie unterscheiden sich schon ein wenig, außer von der Länge. In beiden Fällen sind sie super kurz. Oh!
I have your attention? Please remain seated. This ride has stopped temporarily and will resume motion at any time. Please remain seated for your own safety. Thank you. Sind wir jetzt evakuiert? Über Leiter. Attention on Peter Pan's flight. This ride will begin motion immediately. For your safety, please remain seated. Thank you. Wait. Aktionen haben wir noch übrig und als nächstes kommen die Teacups. Teacups gibt es beide auch im Fantasyland, also irgendwie Fantasyland-Attraktionen werden oft in beide Parks gepackt. Und die Teacups in Walt Disney World finde ich einfach hässlich. Es ist, wie es ist. Ich finde es einfach nicht schön. Erstmal grenzen sie direkt an das Tomorrowland, also im Prinzip das Discoveryland von Paris. Und es ist irgendwie, die stehen einfach nur da so rum und irgendwie so unscheinbar und auch irgendwie innen, die, also ihr werdet es auch dann sehen, innen die Decken sind nicht so schön gemacht. Und in Paris, finde ich, passt es, gliedert sich auch so schön ins Fantasyland ein. Es passt einfach thematisch, die Farben, tagsüber, aber auch abends, wenn es beleuchtet ist, diese Decken und diese Lampignons, nenne ich jetzt mal, sind wirklich immer ein Hingucker, egal wann man diese Attraktion fährt, in dieser Tasse sitzt, man schaut hoch und es sieht einfach nur wahnsinnig schön aus, wenn man in diese Attraktion fährt oder auch wenn man dort einfach nur steht und Fotos machen will von der Attraktion. Es ist einfach wahnsinnig schön anzusehen. Und in Walt Disney World, wie gesagt, finde ich es einfach hässlich. Die Fahrt an sich ist natürlich dieselbe. Ich meine, ich weiß nicht, ob die in Paris ein bisschen rasanter ist oder die in Walt Disney World, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber im Prinzip sitzt man in der Tasse und dreht sich um sich selbst. Deswegen ist es rein die Optik, die mir in Paris besser gefällt. Und da kann mir wirklich fast keiner sagen, dass es in Walt Disney World schöner ist. Also da glaube ich, da gibt es fast keinen. Also in Paris, wie gesagt, viel, viel schöner. Aber jetzt seht ihr auch davon ein paar On-Rides. Nächste Attraktion ist auch eine, die ich ein bisschen besser in Walt Disney World finde, wegen der Aussicht. Und zwar ist es Autopia-Tomorrowland Speedway. Da ist es wieder so, dass die zwei unterschiedliche Namen haben. Und zwar in Disneyland Paris ist es Autopia und in Walt Disney World ist es Tomorrowland Speedway. Im Prinzip sitzt ihr in den kleinen Autos, könnt Gas geben und ein bisschen lenken und dann fahrt ihr so eine Strecke. In Walt Disney World müsst ihr nur, wahrscheinlich kriegt ihr eine Abgasvergiftung. Also da ist es extrem, riecht es nach Abgasen.
In Disneyland finde ich es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, also es ist trotzdem eine Attraktion, wo man sehr, sehr viel Abgase wahrscheinlich einatmet. Dennoch finde ich es im Tomorrowland, finde ich es viel schöner. Man fährt die Strecke, man sieht den Space Mountain, man sieht das Schloss und ja, man sieht sehr, sehr viel vom Tomorrowland. Also die Aussicht ist da viel, viel schöner als jetzt zum Beispiel im Disneyland Paris. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Ansonsten ist die Attraktion, ich weiß nicht, von den Längen her habe ich jetzt nicht Unterschiede gefunden, ob die eine jetzt länger oder kürzer ist. Es ist einfach nur die Aussicht. Ansonsten glaube ich, ähneln sich die Attraktionen auch sehr, außer beim Namen. Da unterscheiden die sich tatsächlich. Los geht's. Die wilde Fahrt. Und kommen wir zur letzten Attraktion, nochmal zu einer Achterbahn, die, muss ich sagen, eigentlich schon sehr unterschiedlich sind in beiden Parks. Und zwar ist es der Space Mountain in Walt Disney World und der Hyperspace Mountain in Disneyland Paris. Ja, also die beiden Bahnen unterscheiden sich extrem. Erstmal unterscheiden sich, klar, erst von der Thematik mittlerweile. In Disneyland Paris ist es ja Star Wars und in Walt Disney World ist es, ist es generell erstmal noch Weltall. Dann unterscheiden sie sich in der Sitzform der Achterbahn. Also im Space Mountain sitzt man in einer Art Bob, drei Personen hintereinander. Beim Hyperspace Mountain sitzt man in einem ganzen Wagenreihe, heißt es so, Achterbahnreihe, zwei Personen und dann immer, ich glaube, ein Wagen sind vier Personen und dann ganz viele Wägen hintereinander. Ich weiß nicht, wie viele. Ich bin da jetzt nicht so der Experte drin. Und das ist es. Und man hat so über Schulterbügel beim Hyperspace Mountain. Beim Space Mountain sitzt man, glaube ich, einfach und hat nur einen Sicherheitsgurt um. Also da unterscheiden sich schon mal extrem. Und der Space Mountain in Walt Disney World, der ruckelt. Also wenn man danach keinen Bandscheibenvorfall hat, dann keine Ahnung. Also es gibt auch tatsächlich zwei Versionen beim Hyperspace Mountain. Einmal links und einmal rechts. Wenn man zum Beispiel Coaster Count macht, muss man beide Versionen machen. Habe ich von Brina gelernt, als wir im September da waren. Wir mussten ja auch beide Versionen machen. Ich weiß aber nicht, ich fand eine Version tatsächlich besser. Das war die zweite, aber ich weiß nicht mehr, welche es war. Müsst ihr mal in den Vlogs gucken. Aber generell ist es jetzt keine angenehme Achterbahn. Am Anfang ist es ganz cool, wenn man so hoch fährt. Aber sonst ist es nur stockfinster. Man wird hoch und links und rechts und hoch und runter Man weiß nicht, wo es lang geht, man kann sich nicht irgendwie körperlich drauf einstellen und sich irgendwie schon mal anspannen. Also, wie gesagt, es geht extrem in den Rücken, finde ich, der Space Mountain. Und es ist auch nicht schön anzusehen. Also, es gibt nicht viel zu sehen. Man fährt zwar, also ich weiß, dass die zum Beispiel die, wie heißt die Attraktion? Diese langsame,
People Mover. Die fährt zum Beispiel durch die Attraktion, durch den Space Mall. Das ist natürlich cool. Aber es ist halt dunkel. Man sieht nicht viel. Und beim Hyperspace Mountain hat man jetzt wenigstens noch die Star Wars-Thematik. Man sieht zwischendurch ein paar Laserschwerter. Und es ist einfach auch spektakulärer. Man hat eine Schraube drin. Und für mich persönlich macht es einfach viel mehr Spaß. Und ich habe jetzt nicht nach jeder Fahrt einen halben Bandscheibenvorfall. Also den Hyperspace Mountain fahre ich viel, viel lieber als jetzt den Space Mountain. Zu den Attraktionen habe ich tatsächlich keinen On-Ride. Beim Space Mountain habe ich den Anfang ein bisschen. Aber ansonsten gibt es dazu keinen On-Ride, weil beim Hyperspace Mountain wird mir die GoPro immer irgendwie, darf ich nicht anziehen. Keine Ahnung, wieso. Auch also als Brustgurt, ich halte es ja nicht in der Hand, sondern als Brustgurt, wird nicht erlaubt. Das heißt, es gibt kein On-Ride. Und beim Space Mountain hätte ich euch nur den Anfang gezeigt. Aber und sonst ist es halt nur stockfinster. Das heißt, man sieht leider auch nicht viel. Und das war mein Vergleichsvideo zu den Klassik-Attraktionen aus Disneyland Paris und Magic Kingdom. Bin ja auch natürlich auf eure Meinung gespannt. Wahrscheinlich, vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung und sagt, oh, alles im Magic Kingdom ist besser. Das ist natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, alles Ansichtssache. Also ich möchte hier keinen irgendwie verärgern oder schlechte Stimmung irgendwie aufbereiten. Ihr wisst, was ich meine. Das ist halt meine objektive Meinung. Aber ihr habt euch das Video gewünscht, deswegen ist es hier. Ihr könnt euch die On-Rides anschauen und selbst eine Meinung machen. Oder ihr wart schon mal in beiden Parks und könnt es genauso vergleichen wie ich. Ja, ich hoffe, dieses Video war interessant für euch und hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!